Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ark. Jetzt haben wir zwischendurch ein klein wenig gefarmt. Und der Mr. Sick hat in der Zeit das Trike aushungern lassen. Jetzt geht's genau, hier in die heiße Taming-Phase. Die Endphase des Aushungerns. Ich bringe ihn jetzt nur noch auf das Maximale der Bewusstlosigkeit sozusagen. Und dann haue ich ihm die Major Berries rein und mal gucken. Wie krass schnell das angeht, oder nicht? Ja. Mal gucken, ob die Taktik aufgeht. Guten Tag auch von unserer Seite hier. Hallo! Moinsen alle. Der Blader ist unterwegs irgendwo einen Fischgrund aushebeln. Ich bin hier voll der Fischer. Damit wir ein bisschen was zu mampfen haben. Der Fexer ist? Ich bin immer noch dabei, Holz und Bären und alles so. Also ja. Was wir brauchen, weil ich muss auch Level 15 werden, damit ich die Kisten bauen kann und endlich die Lagerraum bestimmen kann. Genau. Ja. Das ist noch wichtig. Aber es geht doch relativ gut hier. Okay, da fängt ihr an mit Schmausen. Genau. Das heißt ja, theoretisch könnte ich jetzt auch noch hier, wenn ich so Majos habe, die zwei Guck Stück mal, wie krass Stück das rein. Taming hochgeht. Geht es gut? Oh ja. Ja, es Guck geht schon. Das mal an. Geht also schon das rasant hoch, weil der jetzt echt frisst. Der ist nur am Fressen gerade. Aber das Food geht auch ordentlich hoch. Also, wir sind schon wieder bei einem Drittel. Ja. Okay, ja. Okay. Ja, na klar, weil jetzt ausgehungert war und jetzt. Wenn ja, der satt ist, aber genau. Wenn der dann satt ist, dauert es halt wieder eine Weile. Oh ja, das ist doch gelbe Zähne, du. Das geht schon gut, das Taming. Mal warten, wie er dann, wenn er dann satt ist. Mhm. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich ist genau diese Zeit, geht jetzt schnell, die du halt dafür gebraucht hast, um ihn aushungern zu lassen. Mhm. Naja, muss man dazu sagen, hätte ich halt eine Handvoll, also leichter die Necros gehabt, wäre das schneller gegangen. Weil du kannst ja auch, wenn er voll, also bewusstlos ist sozusagen, trotzdem volle Möhre die ganze Banane. Zeit die Bären in die Schnauze schieben, dass der halt aushungert. Deswegen sammelt mal bitte noch weiter Bären, weil ich dem jetzt die ganze Zeit jetzt noch weiter die Tränke und die Nakros gebe, damit der halt permanent weiter frisst. Ja. Ja, ich sammle noch mit. So unwahrscheinlich wenig raus mit der Hand. Und selbst die Sichel können wir noch nicht bauen. Weil wir für das Metallzeug das alle noch nicht haben. Nicht mehr haben. Weil die Sichel war geil, da habe ich glaube ich wirklich so innerhalb von ein paar Minuten so 2000 Fiber und sowas auch mal geholt. Das war cool. So, ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal richtig gut, glaube ich, Food zusammengesammelt. Ich habe jetzt irgendwie 70 Fleisch oder so. Wow, geil. Dann hauen wir bitte gleich rein. Ja, ich esse gleich was, ja. Mach ich. Ins Lagerfeuer. Ja, Leute, der ist schon fast getamed. Ja, geil. Geil. Ja, ist er. Fertig. Ernsthaft? Was? What the fuck? Und ich sammle hab gar keine Anzeige bekommen, dass wir einen getamed haben. Darf ich kurz mal den Pexer noch zitieren? Das wird noch eine Dreiviertelstunde dauern. Eine halbe hat er gesagt, mindestens. Okay. Das geht aber wirklich jetzt schnell. Wo hab ich denn jetzt hier hingeschissen? Ich muss hier irgendwo meine Scheiße aufsammeln. Übrigens, sammelt bitte mal eure Scheiße auf. Meinst du, das lag jetzt wirklich an dem Aushungern? Ja. Weil so krass habt ihr den Server ja nicht umgestellt eigentlich, ne? Mhm. Nee, der war jetzt komplett ausgehungert und er hat jetzt ununterbrochen nur die Bären reingefressen. Und das ist der Grund gewesen, warum der, Ja, aber unterm Strich, das Aushungern hat auch gedauert, also das... Ja, na klar, das Aushungern hat jetzt eine Dreiviertel... Also ich sag mal so, hätte wenn ich sogar eine Stunde. Von Anfang an gehabt, hätte ich den ja das trotzdem zuführen können. Und, Girl Set 2, oh nee. Was beschwer, wer sagt mir da, oh nee? Ich finde das geil. Ich finde das geil. So. Ja, da. Grüß dich. Sehr schön. Dann direkt nächsten. Geil. Geil. Jungs, ich bin stolz auf euch. Was sagst du das eigentlich immer so blöde? Weiß nicht. Das ist so ein Running Gag irgendwie. Geil. Geil. Ja, das ist ein Running Gag von How I Met Your Mother halt. Ursprünglich. Ja, genau. Jetzt müssten wir halt einer noch Level 20 werden für den Sattel und dann können wir direkt Bären wieder sammeln, damit wir den nächsten Strike themen können. Damit ich hab übelst halt viel Hide. Ja, das brauchen wir dann für den Sattel. Jackal. Alter, Leute. Cool, das geht ja ganz schön schnell hier, diese Runde. Ratzfatz hier. Also gut. Die anderen Dinos werden uns so leicht fallen. Also das mit dem Aushungern ist echt
Ist gut. Und wie hast du jetzt ausgegeben? Lass das dir jetzt nur gar nichts gegeben oder hast du nee, den Stimberus gegeben? Nein, ich habe ihm die ganze Zeit, sage ich doch, ich habe ihm die ganze Zeit die Nakuberus gegeben. Und hätte ich davon noch mehr auf der Hand gehabt und wäre das nicht so schwer, die zu farmen, hätte ich ihm die ganze Zeit das zufüttern lassen, dann wäre wahrscheinlich der Dino in 15 Minuten ausgehungert gewesen. Und dann gibst du ihm die Bären, also die Meteorberries mit rein und dann frisst er das Zeug rein und dementsprechend geht halt das Taming schnell nach oben. Ja, ich sag mal so, wenn du jetzt den Sattel hast, dann sollte das alles kein Problem mehr sein, das ist schön. Das also war die Aussage dahinter. Also meine Sachen wachsen hier ganz gut, die Necroberries wachsen auch. Und er kriegt dadurch halt, die Effizienz geht dadurch richtig schnell hoch. Also er hat ja jetzt plus 5 oder 6 Level gekriegt. Kann einer von euch nochmal kurz scheißen? Der Mangino hat gerade hier hinten geschissen. Echt, echt, ich brauch das, sammel das, hab ich brauch das. Hab ich. Hier ist ein... Soll ich ein Bett reinlegen oder wohin? Ja, in das hintere. In das hintere? Also das, was ganz hinten ist. Wenn ich hier durch den Tunnel rauskomme, das erste. Nee. Und pass auf, dann scheiß ich auch nochmal hin. So. Danke. Hier geil. Liegt auch ein Kothaufen. Oh. Einfach nur Scheiße. Ist doch egal, ich brauch die Scheiße zum Düngen. Vor allem, warum heißt denn das Human Faces? Warum heißt denn das Gesichter? Rick? Ja? Was ist denn das hier? Hä? Was ist denn das hier? Na, das wird unsere Terrasse. Was? Das kenne ich gar nicht. Wie? Das. Was, den Pillar? Ja. Den gibt's aber schon länger, du. Den hatten wir Alter, schon mit den hatten wir noch nie gebaut. Doch, bei unserem anderen Haus hatten wir den, wo wir das verwerfen mussten, was der Zuschauer leider nicht gesehen hat. Alter, Leute. Das auch gebaut. Cool. Beziehungsweise Mr. Sick, bitte sammel deine Dino-Kacke. Alter, die gibt einfach mal 10.000 von diesem, also knapp, ist ja auch mal 8 vielleicht. An. Ja, mein Dino produziert nur qualitätshohe Scheiße. Komm, mach, schieb raus. Das ist jetzt richtig gemütlich, das heißt. Halt, ich sammle hier weiter Holz für dich, mein Rudy. Schieb raus. Jo, rausschieben hier. Jo, ich gehe jetzt auch Holz sammeln mit dem Trike. Ruhe. Also als Lagerdingens, da kann man ja ein bisschen etwas. Und immer die Kacke mitbringen, ja? Wenn ich es mitkriege, bringe ich dir die Kacke gerne mit. Das ist sehr freundlich. Für den Scheißere. Ja, ich brauch das halt. Nice, nice. Ja, und da holen wir uns alle noch einen Strike. Wie das hier rammelt, ey, wenn der hier zur Hütte will. Ey, kannst du mal, Rick, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Warten? Nicht warten. Du sollst mal so ein Fans bauen. So ein Fans? Mal sehen, wie die jetzt nur aussehen, wenn du sagst, es gibt richtige Fences. Was meinst du? Na, Fences. Die Zäune meinst du? Ja. Ja, Alter, ich weiß jetzt nicht, ob die sich jetzt mittlerweile so hinstellen. Ich habe das nur mal gesehen. Wir können das mal ausprobieren. Was brauchen wir denn dafür? Gucken wir mal. Also ich weiß, bei The Forest gibt es jetzt auch Zäune. Die habe ich auch gebaut im Let's Play. Ja. Das war voll geil. Sag mal, Leute, kann das sein, dass gerade die Sonne untergeht? Das könnte sein, ja. Könnte ja langsam mal passieren, ne? Ist noch gar nicht untergegangen. Eben, das wurde ja auch umgestellt. Das habt ihr nicht gesagt, glaube ich. Ja, der Tag ist relativ hält ein bisschen länger an und die Nacht geht ein bisschen schneller dran vorbei, damit wir nicht so viele Aufnahmen im Dunkeln in der Nacht haben. Genau. Ach doch, aber für uns wurde es schon mal dunkel, doch. Ja, war schon mal dunkel. Das hält sich gut, also ich finde so wie es ist, finde ich gut, muss ich ehrlich sagen. Es dauert nicht so lange, gut. Es geht nicht zu kurz und ich finde das passt. Finde ich auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich freue mich. Geil, Leute, richtig, richtig geil. Und ich finde langsam das Haus richtig gemütlich mit dem kleinen Durchgang dazwischen. Dann kommt noch der Garten hin. Okay, hier ist erstmal so eine von. Ich bin dabei am Garten, aber das ist nun mal ein Gebrauchsgegenstand. Wollte ich gerade sagen, der Dreieck, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Wenn das Peter hört. Also ich kann das bisher nicht so schön platzieren, wie ich dachte. Vielleicht geht das ja an so eine Hauswand ran. Mal gucken, warte mal, hier runterspringen. Machen wir jetzt eigentlich dann noch irgendwie ein extra Zimmer, wo die ganzen Gerätschaften hinkommen? Oder wie habt ihr euch das jetzt nur ausgemacht, gedacht, überlegt? Vorgestellt. Keine Ahnung. Bisher noch keine Ahnung. Wäre das schon cool, übersichtlich und wegen der Ordnung halber ein separates Zimmer zu haben, wo dann alles drinsteht. Also sei es Feuer oder sei es dann die Bearbeitung für die Werkzeuge, für Metallwerkzeuge etc., weißt du? Also das mit dem Zaun sieht noch nicht so gut aus, Fexer, ich weiß auch nicht.
Ich meine, ich würde hier mal so eine Foundation, so eine Fans-Foundation würde ich hier mal an die Kante eigentlich mal dran bauen gerne, um dann zu probieren, ob ich dann einen Fans oben draufstellen kann. Das Problem ist nur, dass dann Fans, hier unten... Fans-Foundation meinst du jetzt, ne? Ja, das ist aber das Problem, dass hier unten dann so die Füße rausgucken. Das sieht kacke aus. Das sieht richtig kacke aus. Kann man jetzt Zäune richtig machen? Nee, offensichtlich nicht. Also bisher... Oder vielleicht gibt es da noch wieder... Ich probiere es mal. Nicht. Ich platziere mal hier so eine Foundation. Und dann gucke ich mal, ob ich da einen draufsetzen kann vielleicht. Das war ja noch so ein bisschen buggy beim letzten Mal. Ja, das ist immer noch scheiße. Aber ich habe mal einen Screenshot gesehen, da war halt schon einer gesetzt. Deswegen hatte ich jetzt so Hoffnung, weißt du? Ich finde es auch komisch, dass das hier nicht snappt irgendwie. Das snappt zwar hier in den aberwitzigsten Winkeln, aber nicht für längst. Für längst snappt das nicht. Da was meinst du, ja? Musst du das hier so ein bisschen zurechtfummeln irgendwie. Ich weiß genau nicht. Aus. Das ist natürlich cool, wenn wir hier einen Eingang haben, hier so. Nee, das soll ja gar keine Wand sein. Das ist eigentlich, soll das ein Zaun sein. Und der sollte eigentlich oben an den Balkon dran, dass das schön aussieht. Ja. Aber man könnte zur Not, das habe ich mir mal überlegt, einfach massenhaft Standing Torches an die Kante von dem Balkon stellen, alle so nebeneinander. Dann kannst du nicht runterfallen. Und es sieht vielleicht in entferntesten Sinne ein bisschen. Irgendeiner hat geschissen. Ich hab's dir neu gehört. Ich glaube, das warst du. So von der Körperbewegung sah das aus, als wärst du es gewesen. Hängt wahrscheinlich noch in der Hose, Digga. Ich glaube, das sieht scheiße aus. Regt mit Jens, weil die Torches einfach zu groß sind. Hängt noch an der Hose, Digga. Nee, das geht. Die gehen bis zur Brust, die Dinger. Da ist es halt ein sicheres Ding. Aber sag mal, was kannst du denn jetzt hier auf dieses. Mich stört viel mehr, dass. Auf diese Foundation bauen. Also kannst du jetzt einen Zaun draufsetzen. Da könnte ich jetzt eine Wand dran stellen. Achso, die Fences hast du noch gar nicht richtig. Das sind Fences. Die haben Beine unten dran. Kannst du mir mal ein so ein Ding mal geben? Nee, warte, ich muss erst mal bauen. Was fehlt mir? Was halt jetzt auch mal interessant wäre, ist, da du jetzt ja die zweite Etage drauf hast, die Thatch-Dächer mal zu machen. Na, die zweite Etage habe ich noch nicht drauf. Ich habe einen zweiten Boden. Der Boden von der zweiten Etage ist da, aber da ist keine zweite Etage. Wir brauchen ja noch Fenster, denn aber das kannst du ja noch gar nicht bauen. Wände. Pass auf, ich hänge mal so ein Ding hier oben an die Dachkante, dann siehst du, wie das Ding eigentlich aussieht. Und dann muss ich es wieder abreißen, weil es dann scheiße aussieht. Guck mal über dir. Ach, das ist doch genauso, wie du so bekloppt. Ach, und weil das jetzt so weit unten ist, kannst du mir aber mal so ein Ding trotzdem mal geben? Muss ich noch eins bauen, oder? Ah, die setzt man doch da unten dran, nicht hier oben. Hier unten ist doch die Foundation für die Fences. Aber die kann man jetzt vor allen Dingen nicht... Darf ich diese Fans-Foundation zerstören da oben? Ach, das ja, ist aber bitte achte darauf, dass du die Fans-Foundation zerstörst und nicht irgendwas anderes. Und das hier unten sind praktisch jetzt schon die... Ne, steht aber noch Fans-Foundation. Hier habe ich dir eine hingeworfen, wenn du die haben willst. Ja, sag mal her, ich will mal was probieren. Hier steht ja aber noch da Fans-Foundation. Ja. Und da drauf jetzt ein Fans setzen. Na, hast du einen Fans? Es gibt nur Fans Foundations. Mann. Du kannst die Fans Foundations. Die haben doch gesagt, die haben das jetzt reingeht. Du kannst die Fans Foundations sinnvoll nutzen, indem du die so auf den Boden platzierst und dann so eine Holzwand oder eine Steinwand drauf platzierst. Dann kannst du ein Dino-Gehege bauen, ohne dass du dafür die Foundations setzen musst. Weißt du, diese, wie heißt es denn, Mensch, das Fundament hier? Wie heißen die Platten? Wooden Floor, nee, wie heißt das denn eigentlich? Aber die fallen wohl immer wieder nach unten. Nee, aber das ist natürlich gut, wir brauchen ja noch ein Dino-Gehege dann. Ja. Dafür kannst du die sinnvoll nutzen, aber ich wünsche mir halt eigentlich, dass die auch dastehen, wie so ein Zaun. Das craftest du mir bitte nochmal zwei? Ach, was will denn der Junge, ey? Mensch, ich will das nicht probieren. Rick, jetzt das wirklich mal wieder kurz überlegen, wo wir dann noch eine Küche hinsetzen können. Am besten dann direkt. Küche? Ja, na, dann oben würde ich sagen, oder? Na ja. Das wäre so, halt ich droppe dir hier nochmal zwei Spiele drum. Und dann ist Schluss hier mit Rohstoffverschwendung. Ja, ich will ja hier dann was Optimales dann errichten für die. Das sieht halt ist einfach schöner, ne? Und hier soll ich wirklich alle dann für quer reinsetzen. Ich meine, so weit ist es noch nicht. Ja, ne, wie du willst. Du kannst es auch in schick machen von mir aus, aber dann ja, hier halt nur schick. Lager, ne? Dann halt nichts hier anderes ist rein. Nur Lager, genau. Und deswegen meinte nur ich ja, Lager, dass wir halt hier oben dann müssen wir dann ein bisschen die Küche hinmachen. Mhm.
Können wir ja noch mehr bauen. Also. Weil das, was das Problem ist, was ja auch Mr. Sig meinte, ist, wenn du was craften willst, nicht so weit laufen, aber da, wo du wirklich so viel Zeug brauchst, um was zu craften, ja, das machst du ja sowieso im Inventar. Ja. Weil hier lagert dann ja sowieso alles drin, in dem Ding, wo du Werkzeug hinstellst, ist ja dann da schon Metall drin. Was ich halt meine, ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel auch viel aus Holz baust oder viel aus Stein oder diese Wände zum Beispiel, dann ist das halt kacke, wenn die Steinkiste 50.000 Meter entfernt ist von der Holzkiste. Das ist richtig, ja. Nee, das meinte aber die Maschine. Das muss man halt, glaube ich, anstellen. Dass nee, das mache ich dann so. Ich baue danach hier eine Holzkiste und daneben mache ich direkt Stein, alles was so schwer ist, nebeneinander. Mhm. Und aber dass wir halt diese ganzen Gerätschaften zur Herstellung und Kühlschrank und Essen, also Lagerfeuer, das können wir alles da oben gemütlich hinbauen, die zweite Etage. Und dann haben wir alles. Und wir bräuchten vielleicht nochmal 3 Betten noch extra. Ja, das müssen wir auch sowieso noch machen. Ja. Aber das Hide erstmal nicht verschwenden wegen dem Sattel. Ja, ja. Na, Hide habe ich noch übelst viel bei. Ja, ja, der Sattel braucht aber, glaube ich, 140 oder 150 Hide. Ich habe allein schon 110. Ne, ist ja gut, dann reicht das ja vielleicht gerade mal für den Sattel. Wie lange brauchst du noch für dein Level Up, Rick? Für mein Level Up? Ich glaube, ich bin gerade Level Up. Ich bin jetzt Level 19. Sehr gut, dann alles drauf setzen, Level 20 werden und dann geht's dann los. Dann können wir die nächsten dann tamen. Geil. Kann ich jetzt schon was Neues bauen? Nee. Rick, jo. Pass mal auf. Ich glaube, ich habe das gerade gerallt, wie das hier mit der Fans Foundation funktioniert. Ja. Es ist ja eine Foundation. Ja. Foundation ist ein Fundament. Heißt ja auch Good Dation, ein Fundament. Ja. Es müsste ja dann auch irgendwann unteren Bereich müssten ja auch irgendwann dann die Zäune an sich kommen. Und zwar kommen die habe ich gerade gefunden, die kommen, wenn du mal in deinen Engrams guckst, 3 Zeilen darunter in der Mitte. Ach, Level 15. Die wurden dann reingepatcht irgendwann. Wo sind denn die? Hier ist der. Nee, das ist es nicht. Neben der Truhe. Und zwar Level unter dem Speer. Du brauchst die Foundation und dann nochmal die Fences an sich. Naja, genau, wie immer. Warte mal, wo bist denn du? Foundation. Welche Zeile bist du? Unter dem Speer. Unter dem Speer direkt. Den Speer ab Level 20. Nee, Speer ab Level 15. Speer ab Level 15. Wo ist Speer ab Level 15? Hier wahrscheinlich. Direkt da drunter, meinst du? Ja. Das ist das Ding, was ich dir gegeben habe, Digga. Nein, du hast mir das oben rechts gegeben. Ja, und stimmt. Was unter dem Speer ist, warte, habe ich schon gelernt, baue ich dir, ist das Gleiche, was du schon hast, nur aus Stone. Ach so, das ist eine Stone. Ja. Okay, also Stone Foundation. Ja. Und was ist da rechts daneben? Warte, wo haben wir die denn? Hier ist die Wooden, hier ist die Stone. Ach so, die craftest du jetzt mal. Ja. Okay, kannst warte, dann lass mich... Aber irre ich mich jetzt, habe ich das nicht bei Ark gelesen? Also bei The Forest gibt's das jetzt, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit The Forest verwechsel. Ich habe einen Screenshot von Ark gesehen. Da steht auf einer Terrasse so ein Zaun. Ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben. Vielleicht über irgendeinen Bug oder vielleicht muss das an einer bestimmten Stelle sein. Oder halt erst später dann. Bis jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Was wollte ich jetzt bauen? Ich habe schon gebaut, ne? Mann. Der bringt mich total durcheinander, der Junge, weil der hier. Oh, mach das jetzt, es geht. Wir haben das schon so oft und so ausgiebig ausprobiert und es hat nie funktioniert. Ja. Und ich dachte, die haben das jetzt gepatcht, aber einmal probiert, gesehen, nee, wir kriegen es nicht hin. Die Entwickler werden aber auch nichts machen an dem Spiel. Ja, ne? Nichts, einfach gar nichts. Richtig schlecht ist das. So, hier hat man 1, 2, 3. Dann ist hier die Wand. Hier würde ich dann Fenster machen. Hier eine Wand. Hier eine Wand. Fenster. Eine Wand. Ich glaube, mein Dino hat gekackt. Ja, nimm mit, bitte. Wie machen wir denn Dunkel, die Terrasse? Dunkel, ich sehe nichts. Fenster. Wand. Ja, doch nicht gekackt. Doch nicht gekackt. Oh nein. Ich sehe gerade, dass es dem vom Leben her nicht so gut geht. Der hielt wohl nicht? Hat er nicht einfach was? Alle. Ja, der hat Armorberries und Azulberries und Majorberries. Oder wird. Es geht ganz langsam hoch, okay. Ab in den Endscreen. Oh wow. Leute.
wir haben. Ja, ein Trike. Nice. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Sattel für den guten. Hier ist Kacke. Da ist Kacke. Ekelhaft, ey, dass mal einer hört. Ich habe letztens so ein Ding gelesen, bei manchen Unterhaltungen, da darfst du nicht einfach so zuhören, da musst du halt schon Hintergrundwissen haben. Da ging es zum Beispiel darum, dass ein Mädel telefoniert und du hörst einfach bloß, wie die sagt am Telefon, oh, Alter, kannst du bitte mal deinen Schwanz aus meiner Butterdose nehmen? Was? Und dazu musst ging du um wissen, die, Katze. Die hat eine Katze. Okay. Naja, okay. Aber es kommt manchmal halt anders an, ne? Ja. Gut, in diesem Sinne, Klaus und Inge, lasst einen Daumen hoch oder runter da. Der Pexer freut sich immer über einen Daumen hoch. Mr. Sick freut sich über einen Daumen runter. Das stimmt gar nicht. Das demotiviert mich, da ritze ich mich immer, wenn ich um das Gottes sehe. Willen, mach das bloß nicht. Daumen nach oben, immer fleißig Daumen nach oben, abonnieren. Und ganz wichtig, anderen Leuten erzählen, dass es hier ein echt hammergeiles Let's Play gibt. Nicht alle wissen davon. Ja. Schreib dich nicht ab, lern die Ungleichen kennen. Bis zum nächsten Mal. Geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, tschüss.